Tu's einfach. Moin Freunde, willkommen zurück zu Far Cry 3. Nachdem ich im letzten Part so versagt habe, muss ich jetzt noch mal ein bisschen auf die Kacke hauen. Wir haben... Ach so, Drogen anpflanzen, das geht ja gar nicht. Das sollen wir mal... Das müssen wir sofort unterbinden hier. Ich könnte aber auch ein paar Haie angeln. Wo muss ich denn überhaupt hin? Hier? Aktuelles Ziel ist da. Okay, dann würde ich sagen, ich bin der Größte. Machen wir das aber anders. Habe ich hier einen Schnellreisepunkt? Das ist super. Ich muss jetzt hier nochmal zu Daniel Aminati. Okay. Und zur dicken Frau. Die ist gar nicht dick, die ist nur alt. Na 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 na. Das ist der Hawaii-Toast. Er versteht's nicht. Er sieht zwar genauso aus, aber er versteht's nicht. Schade, schade, schade. So, gute Frau. Ich hab hier Kokain. Was? Ich hab ein Päckchen Kokain gefunden und das ist 20 Dollar wert. 20! Für ein Päckchen Kokain 20 Dollar? Wollt ihr mich hier verarschen? Ich meine, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in der Materie, ne? Aber ein Päckchen Kokain, was mag da drin sein? 10 Gramm. Das ist doch bestimmt mehr wert... Mehr. 100... Mehr! Mehr wert als 20 Dollar. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das ist doch mindestens das Doppelte wert. Ein kaputter Teddybär. Ein kaputter Teddybär, 12 Dollar. Ein Päckchen Kokain, 20 Dollar. Was sind das für Kurse? Ich glaube, ich sollte anfangen, Teddybären zu schmuggeln. So, eine Lederbrieftasche. Und noch ein... Noch eine Lederbrieftasche. Und eine Lederbrieftasche. Und Batterien. Supergeil. Munition. Pfeile. Ja, wir haben jetzt wieder Pfeile. Schön. Die brauche ich. Was haben wir denn noch? Was können wir denn hier nochmal kaufen? Spezielles. Die weiß schon, wenn ich sage Spezielles, dann weiß die Frau, was ich meine. Einen Flammenwurf. Das wäre doch mal eine Sache. Ein Scharfschützen-Zielfernrohr für meinen Bogen. Hier kann ich nichts aus den abgelegeneren Dörfern bestellen. Und glaub mir, die haben genau die Ausrüstung, die du brauchst. Ich würde gerne mal meinen Bogen jetzt ausprobieren, aber kann ich nicht. Weil, halt. So, dann gehen wir mal aus dem Norden, aus der Stadt raus. Und schauen mal, was da so auf uns wartet. Kann ich hier rüber? Ach ja, hier ist wieder die Gelsenkirchenzone. Ah. Ja, das ist andersrum. Wenn ihr mal mit dem Bogen geschossen habt, wisst ihr das? Ich weiß das nicht. Sieht nur so aus, als wenn ich das wissen könnte. Aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich bisher geschossen habe, waren... ja, solche Jahrmarktgewehre. Fangen wir mal mit dem kleinen Mann. P8, G36 und Maschinengewehr. Aber was anderes, da habe ich keine Ahnung von. Aber wenn ihr mal wirklich mit einem Maschinengewehr geschossen habt, das dürft ihr euch nicht so einfach vorstellen. Da habt ihr hinterher eine ganz blaue Brust. Okay, was war denn nochmal? Wo war denn nochmal mein... Ich weiß das nicht mehr, Leute. Ich muss jetzt hier gerade nochmal gucken. Steuerung. Das ist schön, ne? Ich hab doch bestimmt hier irgendwo... Fähigkeiten. Ne, die will ich gerade nicht. Ich will gucken, wie ich mein komisches Fernglas hier aktiviere. Ein Handbuch, da steht das bestimmt drin. Hinweise, Entdeckung, Erfahrungspunkte, Schnellreise, Gratiswaffen, Missionen, Außenposten, Besuch, Tod. Ah. Y. Ne, der nicht. Ja, auch nicht. Ja, da hinten. Ja, die Frage ist für mich, inwiefern ich noch unbekannt bleibe, wenn ich hier einfach mit meinem Pfeil hier hinschieße. Eine ruhige Hand ist auch was anderes, ne?
Hat er gerade leck mich fett gesagt? Komm. Vorsprung durch Technik. Wieso können die besser zielen als ich? Und wo ist verdammt nochmal mein Rotpunktvisier? Zweimal geschafft. Dann kann ich ja in meiner bekannten liebenswürdigen Art hier zu meinem Endgegner laufen. So ein bisschen Zickzack-Taktik machen hier. Hier durchs Häuschen. Hier ist eine Gartenschere. Vielleicht brauche ich die ja demnächst mal. Ach, du bist das. Moin. Ja, wundervoll. Ach, und ihr seid meine Freunde? Ihr seid auch, die haben so geile Tattoos. Das habt ihr ja schon gesehen. Das ist so ein bisschen wie so ein Bart, sieht das aus. Polymer-Banknote, 100 Dollar. Aber ich krieg's immer noch nicht aus dem Kopf, dass wirklich ein Kilo Kokain, also Kokain, ne? Also Kokain. Was habe ich denn jetzt noch für Waffen? Dieser Scheißbogen, ne? Ich habe eigentlich gedacht, das wäre die coolste Sache der Welt. Aber im Prinzip ist das totaler Scheiß. So. Ich wollte doch... Da, Päckchen Kokain. Ja, da kannst du gerne dir mitnehmen, aber das ist nichts wert. Das Witzige... Witziger daran ist, dass man seine Sachen wieder mitnehmen kann, aber das ist total der Unsinn. Das braucht man eigentlich gar nicht. Ich brauche ja meine Munition nicht. Wenn die tot sind, sind die tot. Meistens haben die genug selber mit. So, was brauche ich denn? Ein grünes Blatt habe ich nicht. Ein Waffengurt, eine Brieftasche. Das habe ich alles auch nicht. Hirsch. Ich habe hier noch nie einen Hirsch gesehen. Munitionsbeutel. Sprengwaffe, das klingt alles so geil, aber das habe ich alles nicht. Das möchte ich alles eigentlich mal haben. So, was haben wir denn hier an Fähigkeiten, die ich noch benutzen kann? Nee, das haben wir schon. Ah, das ist ein Favorit, definitiv. Kann ich das nochmal machen? Ich glaube, ja. Das ist schwierig. Ich glaube, ich nehme mal lieber das hier. Aber ich glaube, dafür muss ich erstmal das hier gemacht haben. Und habe ich den schon? Nee, ne? Nee, habe ich nicht. Also ich ziehe jetzt? Nein. Bei Call of Duty macht er das ja so, dann hält er so ein bisschen die Luft an. Da tut er hier nicht. Deswegen glaube ich nicht, dass das was bringt, wenn ich das tue. Naja, ich wollte ja... Was können wir denn noch machen, Mensch? Hier so ein Rennen fahren oder was? Hier gibt's Hirsche. Ich wollte ja Hirsche und Ziegen oder so ein Tapir einfach mal schlachten. Das ist doch auch nicht schlecht. Lass uns das doch einfach mal machen. Jetzt machen wir mal wieder einen auf Dschungelcamp hier. Fahren zurück. Moin! Ja, Leute, tut mir leid. Hier gilt die STVO nicht. So, dann sind wir hier runter. Und hier an dem Rennplatz vorbei. Und dann muss er nochmal laden. Und er lädt nochmal. Ich hoffe mal nicht, dass das Spiel abstürzt. Respektive, dass ich gegen den Baum fahre. Das sollte man nicht tun. So, wo sind wir denn jetzt gerade? Das heißt, ich muss jetzt links. Hier so ein bisschen die Einrichtung mitnehmen. Baut doch eh kein Mensch. Wer hat die denn da hingebaut? Mann. Verdammte Axt. So, und hier müsste es Tapirs geben. Okay, Turok. Das kann doch nicht sein, wenn du hier mit so einem Maschinengewehr antanzt. Da hören die dir doch gar nicht zu. Okay. Ich wollte gerade nur mal gucken, ob der Pfeil, den ich hier
Ja, wie man sehen kann, definitiv im Bogen eingespannt habe, ob der auch zählt. Als Munition. Tut er. Also ist schon sehr realistisch, was wir hier spielen. Ist schon cool. So, wo haben wir denn mal Tapirs? Hier ist eine Kiste. Mit dem Keramiktopf. Der wurde dem heiligen Tapir-Gott geopfert. Ja, das kann man mal machen. Wenn man so religiös ist. Bin ich nicht, aber teilweise sind die anderen das schon. Hör mal, ich hab doch gehört, hier gibt's Tapirs. Wo sind die denn? Tapir. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal so ein schönes Blättchen hier. So. Pfeilwurz. Ist ja nie weg. Grünes Blatt. Und hier nochmal so ein Pimmelkraut. Kaminrotes Blatt. Damals, als ich so ein kleiner Steppke war, da war das noch was anderes. Da habe ich gedacht, Kamin, das ist so ein Ding mit einem Schornstein, wo man Feuer unten reinmacht. Und dann, als mir dann jemand gesagt hat, Kaminrot, da dachte ich ja, natürlich. Seit wann ist ein Kamin... So ein Kamin ist ja auch meistens rot, wie man sich den vorstellt. Tapirs. Hallo. Ich habe noch nie einen Tapir gejagt. Sind die scheu? Ja, säg mal besser die Blätter ab, als auf der Tapir zu ballern hier. Mann, der kennt die dieses Vieh kennt hier das Gelände. Ja, asiatischer Tapir. Tapire sind große, sanftmütige, vegetarische Säugetiere, die auf Rook Island recht häufig sind. Sie erinnern mich an die Hippies bei uns zu Hause, mit dem Unterschied, dass Tapire mir nicht ständig in meine Begonien machen. Erstmal nachladen. Wir brauchen ja Tapirfell, das wissen wir ja noch. So. Ekelhaft. Das geht. Wie gesagt, damals hatten sie noch alle Schweine zu Hause. Heutzutage mögen sie noch nicht mal bei der Fleischtheke was anfassen. Ja, das ist ein Paradigmenwechsel, Leute. Da müsst ihr euch mal überlegen. Da hinten ist noch einer von den Kumpels. Habe ich denn noch einen Pfeil? Ja, einen habe ich noch. Müsste eigentlich klappen, wenn ich dem Vieh den Pfeil so schön in den Arsch jage. Ja. Also für die Jagd, da ist so ein Bogen echt gut. So. Mit. Lecker. Robuster Rucksack. Perfekt. Danach brauchen wir ein Dingo. Haben wir nicht. Aber Medizin können wir machen. Okay, was ist denn für die Jagd hier noch wichtig? Nee, das ist mir gerade ein bisschen zu doof. Eine Brieftasche, eine größere. Da brauchen wir Casual-Leder. Haben wir nicht. Ein Schweinsleder. Für eine einfache Spritzentasche. Das macht ja Sinn, wenn wir jetzt noch ein paar Schweine uns sammeln. Und ich weiß ganz genau, wo Schweine hier existieren. Hier hatten wir doch welche, ne? Ich habe doch hier eins in der Luft gejagt. Das weiß ich noch ganz genau. Hallo. Dann öffnen wir mal die Türchen hier. Guten Tag. Hier war ein Schwein, das weiß ich noch. Hier ist aber keins. Jetzt nicht. Und irgendjemand fährt hier durch die Gegend. Da hinten. Ich habe ja mal eine Idee, was wir im nächsten Part machen können, ne? Da könnten wir ja eigentlich mal hier hin. Eigentlich. Was ist da, ein Dingo? Gibt's hier Dingos? Nee. Solange wir hier kein Schwein finden, da können wir ja nicht. Da geht ja nicht. Ich meine, Wildschweine gab's doch hier mal. Da gibt's Wildschweine. Da könnten wir theoretisch hin, aber jetzt habe ich ja gerade keine Lust zu. Können wir im nächsten Part machen. Wir gehen jetzt hier nochmal ein bisschen jagen. Hallo, seid ihr hier irgendwo? Ich hatte doch mal ein paar Autos hier gerade gesehen. Ist das hier ein Auto? Ja, mögen vielleicht normale Europäer nicht als Auto erkennen, aber das ist ein Auto. Gut, dann gehen wir mal hier. Wo muss ich eigentlich lang? Das ist mit den Karten hier total verwirrend. Nehmen wir das hier mal mit der Handbremse. So.
Okay, warte mal, M. Ja, kann ich mir aussuchen. Im Prinzip könnte ich jetzt hier auch so links. Hatten wir hier nicht unseren Auftrag mit Stich Ernie die Socke ab? Ja, hier war das doch. Hätte ich ja eigentlich auch mal hier machen können, ne? Und dann, ja, das ist nur noch ein bisschen Fußmarsch. Das können wir auch mal eben. So. Aber dann würde ich sagen, bin ich auch mal so frei und benutze jetzt mal so einen Jagdteil. Ach, kann ich nicht. Ja, deswegen macht das Sinn, ein paar Schweine zu finden. Weil wir keinen Platz mehr für neue Spritzen haben. Wir haben zwar einen ganzen Rucksack, aber da kann man keine Spritzen reinpacken, weil die dann schimmeln oder sowas. Auch so eine Sache, die man bei Spielen nie versteht, aber das ist so. Bernstein, gelbes Blatt. Ja, Doktor, Doktor, alles klar. Ich komme später mal vorbei. Ach, moin! Mein Freund! Das ist jetzt gemein. Ich wollte eigentlich so ein Schweinchen haben hier. Wo ist der Essen? Du bist mein Opfer. Sozialdarwinismus gegen einen Baum laufen. Hirsch. Es gab eine Zeit auf Rook Island, da kam es zu einer Überjagung der Hirsche durch europäische Kolonisten. Doch dann starben die Kolonisten aus und den Hirschen geht es heute prächtig. Nehmen wir mal so einen Hirsch mit. Lecker, lecker, lecker. Eine Scheibe Hirsch hier raus. Hirschfell. Kleines Raketenbündel, wir können... Sehr dekadent. Aber wenn wir es können, dann machen wir es doch einfach mal. Ich meine, Raketen abfeuern können oder Raketen abfeuern nicht können, ne? Wenn ihr euch da aussuchen könntet, was ihr machen wollt, ne, dann würdet ihr definitiv sagen, ich will Raketen abfeuern können. Aber normalerweise dachte ich, dass hier Wölfe sind. Dann sind es aber scheinbar nicht. Hallo, Wölfies. Ich höre sie doch. Hallo? Das kann man auch netter sagen. Ich gehe einfach mal hier so auf die offene Straße. Vielleicht sehe ich dann ja mal die Hunde, die versuchen mich anzu... Ja... Nee, kommt doch mal her, Mensch. Nicht abhauen und dann den anderen die Arbeit machen lassen, das ist unfair. Hallo. Du da. Und dann auch noch tollwütig, so wie alles hier. Hundefell. Ich glaube, das bringt uns nicht weiter. Das bringt uns hier echt nicht weiter. So, dann ziehen wir nochmal unseren Daumen und dann geht's uns auch wieder besser. Okay. Das waren aber Hunde, das waren keine Dingos. Hätte ja sein können, dass wir hier ein paar Dingos finden. Hat aber nicht geklappt. Gut. Was machen wir denn als nächstes hier? Ich glaube, als nächstes machen wir jetzt mal Pause. Ja, ich habe ja schon wieder 20 Minuten aufgenommen. Das muss ja auch endlich mal reichen hier. Von daher. Gut, ich danke euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann im nächsten Part von Far Cry 3.